Zurück zu einem weiteren kreativen Orgel. Das hier ist Mannequin The Passing. Das ist vor ein paar Tagen auf Steam ausgekommen. Ich habe vor einer Woche oder vor zwei einen Key dafür bekommen und dachte mir, ja, sieht ganz interessant aus, merke ich mir vielleicht mal für irgendwann. Und jetzt habe ich nochmal drauf geguckt und bis jetzt waren alle Reviews ziemlich gut. Es scheint ein kreatives kleines Game zu sein. Es soll sehr, sehr simpel sein. Man läuft im Endeffekt nur durch irgendeinen Raum, durch eine Gegend oder irgendwas. Und man muss so ein bisschen Observation-Duty-artig darauf achten, ob die Mannequins meiner Oma zu Schaufensterpuppen Bewegung machen und versuchen, dich anzugreifen. Das klingt super simpel, aber ich kann mir vorstellen, wenn das gut umgesetzt ist, ist das ein großartiges, gruseliges Horror-Game. Mein Mikrofon ist an. Schön. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Gut, das ist Tutorial. Wir spielen zusammen das Tutorial. Ich habe noch kein Gameplay davon gesehen oder so. Ich habe nur ein Keyboard bekommen und dachte mir, hey, das... Ach du Scheiße, wir langsam. Okay, Mannequins... Okay, die meisten hiervon... Okay, die meisten hiervon sind wirklich nur ganz normale Schaufensterpuppen, wollen nichts machen, aber manche von denen scheinen lebendig zu sein. Wir müssen halt erkennen, welche, und denen dürfen wir nicht zu nahe kommen. Oh mein Gott. Okay. Interessant. Also wenn wir uns wegdrehen und zurückdrehen, bewegen sich die, die böse sind, auf uns zu. Okay, du bist also böse. Got it. Okay, interessantes Konzept. Ja. Okay, einer von denen ist schwerer zu erkennen. Einer scheint sich wegzubewegen. Also du. Oh Gott, du bewegst dich auch noch? Oh Gott, okay. Wenn ich nah genug an Bösen dran bin. Even tougher Mannequin. This will change body. Eieieiei. Okay. Die Körperposition ändert sich leicht. Oh Gott, ich muss auf die hinter mir auch aufpassen. Okay, ich glaube du. Goddammit! Okay. Ich merke schon. Es funktioniert. Do it to close the mannequin. Okay, wir wären tot gewesen. Heilige Scheiße. Okay, das wird kompliziert. Mir wurde extra als Warnung gegeben, dass die hier nur auf den höheren Schwierigkeitsgraden anscheinend aktiv sind. Gut, also die, die uns anschauen und die, die auf uns zulaufen, nur sich wegbewegen, sind die offensichtlich bösen. Das könnte wieder so ein Beispiel sein für ein Spiel, was im Endeffekt nur Basic Assets benutzt. Und ich meine auch die Umgebung hier, die haben wir wahrscheinlich schon ein paar tausend Mal gesehen. Okay, es gibt noch andere Sachen, die machen könnten. Zwei Schwierigkeiten. Map Difficulty. Okay, wie schwer die Map ist und Mannequin Difficulty. Alles klar. Ja, wie ich gerade meinte, ich glaube, es könnte ein Spiel sein, was Asset-mäßig super Standard ist und auch im Endeffekt nichts super Krasses macht, aber die Idee selbst könnte gut funktionieren. Mal schauen. Jewel. Es gibt eins in jedem Level. Muss ich anschauen, dann sammle ich es ein. Cosmetic Skins für die Mannequins. Okay. Alright. Na gut. Schauen wir uns das mal an. Das geht nicht? The multiple exits. Nur eine von den Türen geht auf. Okay, das Spiel ist sehr randomized anscheinend. So geht's auf. Alles klar. Tutorial geschafft. Wunderschön. Wir werden gestorben. Aber ich meine, wir sind zumindest rausgekommen. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal das richtige Spiel an. Ich bin gespannt, wie gruselig das jetzt wirkt. Map Difficulty kann man ein bisschen höher machen wahrscheinlich, ne? Ach, haben verschiedene Maps. Ach, wir haben nur die. Okay. Wir müssen also einen Map nach der anderen schaffen. Goddammit. Okay. Bin bewegt. Oh, for fuck's sake, Alter. Okay, du. Du bist böse. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, ey. Okay, bewegst du dich auf mich zu? Das habe ich noch nicht verstanden. Kommen die auf mich zu oder darf ich nur nicht in deren Nähe kommen? Also greifen die mich von selbst an irgendwann? Weil wenn die das tun, dann ist das Spiel unfassbar schwer. Okay, ich glaube, du bist... Die bewegen sich nicht auf mich zu. Die machen nur Geräusche. Oh, for fuck's sake. Das ist super schwer.
Das ist echt super, super schwer. Okay, bist du böse? Nee? Doch, du bist böse. Bist du böse? Mhm. Fuck, ey. Okay, du bist böse. Kann ich... Okay, ich kann halbwegs durch dich durchlaufen. Du kannst eigentlich nicht böse sein, ne? So fies wäre das Spiel wahrscheinlich nicht. Hallo, Hand. Ich glaube, der da. Was? Der? Holy shit, ey. Okay. Also bis jetzt nicht super gruselig. Vor allem, weil ich halt weiß, dass sie sich hinter mir, glaube ich, nicht auf mich zubewegen können. Aber... Difficult. As fuck. Okay. Ich meine du. Und du? Wie weit kann ich... Wie nah kann ich an dich ran? Ich glaube, nicht zu nah, ne? Ja, du bist böse. Okay, ich glaube, ich kann vom Geräusch auch so ein bisschen einschätzen, wie weit die weg sind. Du böse? Ich glaube nicht. Was ist mit euch? Okay, die beiden gucken dahin. Ihr schaut beide so. Du bist böse. Glaube ich. Jesus, ey. Also ich kann mir vorstellen, dass das, falls man irgendwie eine Angst vor Schaufensterpuppen hat, der absolute Endboss an Spiel ist. Richtiger Horror-Endboss. Aber... Okay. Es geht. Es ist machbar. Muss ich nur echt ein bisschen konzentrieren, ja. Okay, was mit dir? Nee, du scheinst... Du scheinst in Ordnung zu sein. Was mit euch? Muss ich länger weggucken, oder? Ich kann nicht durch komplett durchlaufen, durch die Hände, okay. Was höre ich da? Höre ich da einen Edelstein? Bin ich sicher. Ich glaube, du bist böse. Ja, ne? Okay, 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 we did it. Geht's noch weiter, oder war's das? Okay, Level 3 unlocked. War Level 1 das Tutorial? Wahrscheinlich, ne? Very easy. Random Skin. Was können wir mit Skins machen? Ach, sagen wir Farben. Ich schätze, ich mache mal random einfach. Why not? Okay, gut. Ja, also es scheint sehr, sehr, sehr basic. Kann ich irgendwie noch was ändern dran? Ne, kann ich anscheinend nicht. Okay, machen wir ein Basement. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr, sehr basic, aber vielleicht ist es mal interessant für einen, wie sich mal anzuschauen. Ich glaube, ich fand bis jetzt zumindest die Idee des Konzepts interessanter, als wahrscheinlich die Umsetzung ist. Ich bin auch gespannt, wie die Scares sind, weil wenn die wirklich fies sind, dann könnte das Spiel noch ein bisschen unheimlicher machen. Ich glaube, deswegen probieren wir vielleicht am Ende mal, falls wir nicht zufällig sterben sollten, aus, was passiert. Ich sehe gerade, das sind andere Puppen diesmal. Ah, okay, okay, es gibt verschiedene. Wer von euch? Also links immer. Die Sache ist halt, wenn ich dem Sound vertrauen kann, dann höre ich auch in etwa, von welcher Richtung das kommt. Macht natürlich ein bisschen einfacher, ne? Okay, von euch keiner. Ich glaube, der da hinten. Boah. Ja? Ich meine der, aber... Fuck. Bin ein bisschen unsicher. Ja, der. Oder? Yep, yep, yep. So, ist das hier... Ist das erlaubt? Ich weiß nicht. Ich probiere es lieber nicht aus. Ich gehe lieber hier durch die Mitte. Es klingt doch nur nach einem hier tatsächlich. Ich meine, wenn die randomized sind, werden die ja wahrscheinlich immer nur einen pro Gruppe haben, der böse ist, ne? Das heißt, wenn ich einen von denen erkannt habe, kann ich davon ausgehen, dass die drumherum... wahrscheinlich alle in Ordnung sind. So. Hier niemand? Oder bin ich nicht nah genug? Hm.
Irgendwas da. Was mit dir? Du guckst mich so blöd an. Ich glaube du, ne? Ist deine Hand bewegt? Ich meine schon. Und der da, glaube ich. Oder? Ah, ist schwer einzuschätzen manchmal. Hast du schon mich so angestarrt eben? Fuck. Okay, ganz außenrum vielleicht? Nee, du bist nicht böse, sonst hättest du mich schon gekillt wahrscheinlich. Puh, du? Nice butt, Bro. Ja, du bist böse, meine ich. Hallo. Okay. Kann ich an dir vorbei? Dein Arsch ist zu fett. Fuck. Ja, du bist böse. Ist das hier? Das wird zu nah sein, ne? Lieber nicht. Nicht riskieren. So, ich teste mal, ob das wirklich der hier war, aber ich meine schon. Na komm. Hm? Doch nicht? Doch, der hat eben noch mehr zur Seite geguckt, meine ich. Ja, okay. Kann ich euch eure Hände durch? Schön, danke schön. So, wenn du böse bist. Und du auch. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung, Mann. Bist du doch nicht böse? Ich weiß nicht, ob das der ist. Fuck. Ja. Okay, also ich muss irgendwie... Fuck. Geht das? Ja, okay. Also ich kann relativ nah dran, tatsächlich. Da hinten ist der Ausgang. Was ist mit dir? Hast du gerade deine Hand bewegt? Ich meine schon. Hi. Okay, ihr scheint ja in Ordnung zu sein. Okay. Ich finde es gut, dass die Level nicht extrem lang sind. Das macht es ein bisschen... Ist irgendwo das Juwelending, was irgendwie rumliegt? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist es irgendwo in der Mitte zwischen allen, eine ganz fiesen Stelle, da irgendwo. Wahrscheinlich. Na gut. Okay. Ja, wir laufen schon wirklich sicher sehr langsam. Level 5. Easy Mannequin Difficulty, okay. Können wir das umschalten? Ach, wie... okay. Das ist nicht Level nach Level sortiert, sondern... das heißt, wir müssen jetzt die gleichen Level nochmal spielen? Das macht es dann ziemlich schnell ziemlich boring, ne? Okay, ich schätze mal, wir springen hier einmal durch und gucken uns ein neues Level an. Ich fände es cool, wenn die vielleicht doch langsam, ganz langsam auf mich zulaufen würden. Das wird der ganzen Sache natürlich einen enormen Horrorfaktor geben. Vor allem, wenn man sich halt nicht unendlich Zeit lassen kann. Weil einfach der Fakt, dass man halt wirklich 2000 Mal hin und her gucken kann und einfach super entspannt spielen kann, nimmt sehr viel von dem Stress weg. Das ist ja der magische Faktor bei so Sachen wie Observation Duty, wenn man da halt einfach Zeitdruck hat. Man muss halt irgendwann entscheiden und dadurch hinterfragt man seine eigene Entscheidung immer und immer wieder selbst. Kann ich an dir vorbei? Okay. Du bist wahrscheinlich böse. Ja, meistens die mich direkt anschauen, scheinen... Okay, ich vertraue einfach mit dem Instinkt. Ich glaube, der und der. Ich gucke, ob es wirklich so simpel ist. Und du schaust mich auch direkt an. Hi. Echt jetzt? Ich meine, okay, es wurde extra ein Tipp gegeben, dass auf den höheren Leveln die Viecher anfangen, minimale Körperveränderungen zu nehmen. Aber wenn jetzt vor allem in den ersten Level, die einfach nur in meine Richtung schauen, wenn ich weggucke, kann ich einfach allen aus dem Weg in die Augenkontakt mit mir halten, dann so ein bisschen einschätzen, was der richtige Weg ist. Garden Unlocked. Okay, probieren wir das Level nochmal aus. Ja, mal auf easy. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich laufe jetzt einfach mal straight rein und wir genießen jetzt alle den möglicherweise Jumpscare, der jetzt hier kommen könnte, ne? Wir laufen einfach straight geradeaus in die Richtung und schauen mal, was passiert. Macht euch bereit. Das könnte unangenehm werden. Ich glaube, der rechts würde mich jumpscaren. Okay. Ja.
Na gut. Ja, ist halt die Frage, was kommt denn noch dazu? Was ist Achievements? Escape the Asylum Stage. Reach Level 500. Complete every stage with both Manic and Map Difficulty set to very hard. Ja, das. In a hurry, don't stop moving. Yes, irgendwie. Na gut. Die Idee ist ja eigentlich schon echt cool. Aber ich muss leider sagen, es ist enorm boring. Das ist super langweilig umgesetzt. Weil ich meine, klar, wahrscheinlich wird es die zu erkennen irgendwann schwerer. Aber solange ich mir in jedem Level halt wirklich so viel Zeit lassen kann, wie ich will. Ich will mal kurz gucken, ob dieses Instinktive wirklich funktioniert. Ob ich einfach ein paar Mal wegschaue. Weil ich weiß nicht, auf was für eine Range reagieren die auf mein Wegschauen. Wenn ich jetzt einfach. So, jetzt gehe ich einfach jeden. Guck, wer mich gleich anschaut. Ich glaube, du bist böse. Hier müsste deine Ordnung sein. Ich probiere es einfach mal aus. Du schaust. Okay, doch nicht. Ja, es ist ein Low-Budget-Game mit einer interessanten Idee. Man könnte die Idee irgendwie dann doch tatsächlich ein bisschen besser umsetzen, ne? Es braucht irgendwie diesen Zeitdruckfaktor. Wenn es diesen Zeitdruckfaktor hätte, dann wäre es gruselig, dann würde es funktionieren. Weil dann, keine Ahnung, wenn irgendeine Puppe langsam hinter ihm herläuft oder so, da ab und zu, wenn man einem zu nahe kommt, da geht sie so ein paar Schritte in die Richtung. Die müssen nicht das ganze Level hinter ihm herlaufen, aber einfach nur, wenn sie halt so 3, 4 Meter sich ein bisschen bewegen können von dem Ursprungs-Spawn-Ort aus. Würde das den Druck halt enorm, enorm, enorm erhöhen, den Horrorfaktor enorm ansteigen lassen? Weil so ist es leider nicht sonderlich gruselig aus. Man hat wahrscheinlich genau diese Phobien, halt genau, was ist Automatonophobie oder wie auch immer die heißt, wo man wirklich einfach nur Angst vor Mannequins hat, weil ich glaube, dann ist das schon ganz gruselig hier. Aber sonst, ja, gute Idee, sehr schwach umgesetzt. Aber die Idee selbst ist ganz cool. Es wird so ein Spiel sein, wo es mir ein bisschen der Seele wehtun wird, das als negativ zu bewerten, weil die Idee ist eigentlich cool, aber warum ein bisschen mehr? Vielleicht updaten hier noch irgendwas in der Richtung und dann schauen wir uns das irgendwann nochmal an, falls sie vielleicht genau das umsetzen, was ich möchte. Obwohl ich dann sagen muss, es wäre natürlich wesentlich unspaßiger und stressiger, aber das ist ja irgendwie auch das, was das Spiel bewirken will, ne? Ich meine, es soll ja auch keinen Spaß machen, irgendwie so ein Memory Game sein, es soll ein bisschen gruselig sein, denke ich. Keine Ahnung, vielleicht soll es gar kein Horror Game sein, aber ich meine, da ist ein Jumpscare drin, also, I don't know. Aber gut, ich glaube, wesentlich mehr muss man hiervon wahrscheinlich auch nicht zeigen, weil ich meine, ob jetzt halt die Umgebung ein anderes Asset ist, ist ja eigentlich egal, ne? Darum geht es ja wirklich nicht. Es geht einfach nur darum, dass man halt die Mannequins an denen vorbeilaufen muss, das habe ich euch ja gezeigt. Okay, bewerten, naja, nicht wirklich, aber ich würde es euch leider nicht empfehlen zu holen. Vielleicht, wenn sie wie gesagt noch sehr viel dann updaten, aber sonst ist es halt eher einfach immer wieder das Gleiche. Und ich, es war schon nach 5 Minuten ein bisschen boring, ne? Es war schon fast ein Tutorial, ein bisschen boring geworden. Es hatte genau ein Konzept und nur das macht's. Ah, schade, weil ich finde eigentlich dieses Observation Duty Memory Horrorartige Konzept ist großartig. Nur hier ist ein bisschen was fehlt, damit es cool wäre. Okay, das war Mannequin Passing. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.